Du planst wieder einen neuen Kurs, oder? Die Gezeiten bleiben für uns niemals gleich. Wir müssen mutig und bestimmt weiter, um unsere Reise zu vollenden. Und wie erkennen wir, dass wir da sind? Damit herzlich willkommen zu Civilization 6. Lang erwartet, endlich heute 0 Uhr abends erschienen. Ich habe es mir natürlich sofort geholt. Großer Fan der Serie. Den fünften Teil angefangen, also wahrscheinlich eher Noob. Haha. Auch wahrscheinlich im Multiplayer vielleicht nicht so sonderlich gut, aber es hat mir trotzdem gefallen. Und deswegen habe ich mir gedacht, hole ich mir einfach den sechsten Teil, der noch besser sein soll. Und dann fangen wir jetzt einfach mal an. Natürlich eine riesige Karte. Früher gab es eine Weltkarte direkt zum Auswählen. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Wahrscheinlich dann über einen Seed, müsste man sich dann aus dem Internet raussuchen. Wir wollen ausschließlich einen Herrschaftssieg. Und ich nehme die Tomyris. Von den ersten Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe, von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Alle Völker werden aus Furcht und Respekt vor euch erzittern, o große Kriegerin, Königin Tomyris. Denn vom Rücken eures Hengstes aus werdet ihr vorausblicken und das Volk der Skythen führen. In großen Epen wird man die Geschichte der Reiter erzählen, die durch die Steppen stürmen und in jeder Schlacht an vorderster Front kämpfen. Sie werden euch finden. Reitet weiter, wilde Königin, auf dass eure Freunde euch ergeben sind und eure Feinde vor euch fallen. So, da sind wir direkt. Also als Startpunkt eigentlich optimal. Es gibt Luxusgüter, es gibt Steine, es gibt Nahrung, es gibt Pferde, das ist eine wichtige Kriegsressource.
Und wir sind an einem Fluss. Was für die Nahrungsproduktion in der Stadt immer sehr dienlich ist. Wir erkunden trotzdem mal ein bisschen die Umgebung. Wir befinden uns scheinbar am Dschungelrand. Ja, mein wildes Dorf, da kann man Technologien, Einheitenerweiterungen oder eben auch Gold finden. Hier haben wir jetzt noch das Kupfer gefunden. Eine Stadt dehnt sich maximal drei Felder aus, die die Bürger bewirtschaften können, und maximal fünf Felder, die die Stadt an sich ins Handelsnetzwerk aufnehmen kann. Also, wenn wir jetzt mal schauen, wenn die Stadt hier stehen würde, dann sind das nur zwei Felder. Das heißt, wenn wir uns geschickt positionieren, kriegen wir vielleicht noch den Kakao. Man könnte die Stadt direkt auf dem Wein platzieren, dann wird das Luxusgut sofort ins Handelsnetzwerk aufgenommen. Dann haben wir hier 1, 2, 3 Felder für den Kakao, 2 fürs Salz, 2 fürs Kupfer, kommen eigentlich überall hin. Nur die Steine erreichen wir dann nicht. Ja, also ist die Wahl zwischen Kakao und Stein. Dann werde ich die Stadt wahrscheinlich hier unten platzieren. Da, wo es auch empfohlen ist. Dann bekommen wir wenigstens noch die Pferde dazu. Oder eventuell hier. Als erstes bauen wir uns einen Handwerker, damit wir Geländefeldmodernisierung bauen können. Das sind Bauernhöfe, Sägewerke, Minen auf Steinbrüchen, Farmen für die Luxusgüter. Wir können die Sümpfe trockenlegen. Also eine Multifunktionseinheit. Von den Forschungszweigen macht Segeln am wenigsten Sinn, da wir nicht wirklich am Meer wohnen. Tierzucht ist gut, aber wir haben hier keine anderen Tiere außer Pferde, und das ist eine Wirtschaftsressource und keine Nahrungsressource. Bergbau ist sicherlich gut für den Steinbruch und das Kupfer, aber ich werde, denke ich mal, erstmal Astrologie nehmen, da Glauben eine wichtige Ressource ist, war es auch schon im letzten Spiel. Und es ist am Anfang
Wenn man da einen guten Grundstein legt, hat man am Ende des Spiels recht viel Glauben. Müssen natürlich, wenn wir jetzt ein Naturwunder finden würden, würde die Forschung jetzt schneller voranschreiten. Ah, hier wäre eine Küste gewesen. Nun ja. Deswegen ist es wichtig, die Karte gut zu erforschen. Aufklärungseinheiten wie Speer sind in der Hinsicht einzigartig, dass sie Erfahrung sammeln können, indem sie erkunden und Teile der Welt entdecken. Schön, da haben wir einen Speer gefunden. Mit den Speeren können wir uns eigentlich schon mal einen Ort für die zweite Stadt aussuchen. Denn es bleibt natürlich nicht nur bei einer. Ah, da sind wir direkt auf ein Barbarendorf gestoßen. Das war natürlich jetzt schlecht für unsere Speer. Dann ziehen wir uns mal zurück. Wir werden uns etwas heilen. Ja, Barbarendörfer sollte man so früh wie möglich ausschalten, da die immer neue Einheiten produzieren. Und diese Einheiten, die kommen dann zu euren Städten und machen euch die Modernisierung kaputt und plündern alles. Das ist nicht schön. Unsere Stadt ist jetzt gewachsen um ein Feld und das Stadtwachstum ist hier wieder automatisch, kann man natürlich auch manuell beschleunigen. Aber es ist eigentlich intelligent genug, dass es zuerst die Felder mit den Ressourcen priorisiert. Ich denke, es reicht schon. Als ich mich ins Herz von Neuseelands Fjordland begab, überkam ich sogleich das gleiche Gefühl wie in meiner Kindheit, lange verloren aus reiner, unverfälschter Ehrfurcht. Ich wusste, dass die Straße nach Milford Sound gut war. Aber so gut? Da haben wir gleich ein Naturwunder entdeckt, was natürlich unsere Forschung sehr beschleunigt hat. Da werden wir dann nächste Runde fertig sein mit der Astrologie. Wir haben vor kurzem fortgeschrittenes... Ein Arzt ohne Kenntnisse der Astrologie hat nicht das Recht, sich Arzt zu nennen. Sehr gut. Dann wählen wir jetzt als nächstes gleich die Keramik. Eventuell. Das Weizenfeld ist natürlich sehr weit weg. Wir haben 99,
Dann nehmen wir dann doch lieber den Bergbau, damit wir dann direkt das Kupferfeld bearbeiten können. Der Schlachtruf bringt uns jetzt früh im Spiel eigentlich am meisten, da es noch keine Fernkampfeinheiten gibt. Außer die billigen Bogenschützen. Und die Nahkampfstärke ist da einfach besser. Ja, und man sieht, es hat schon viel geholfen, um uns einen Vorteil gegen die barbarischen Speerkämpfer zu geben, die auch noch verschanzt sind. Da sind unsere Bauarbeiter und wir werden zuerst einen Bauernhof errichten, da Nahrung eine wichtige Ressource ist und das Stadtwachstum beschleunigt. Da wir die Astrologie ausgewählt haben, können wir jetzt die heilige Stätte bauen. Das wäre unser erster Bezirk, das ist eine Neuheit in Civilization 6. Oder wir könnten ein Monument bauen, was eben die Kultur erhöht und damit bevorzugt die Stadterweiterung ermöglicht. Ich denke, wir bauen zuerst das Monument, damit sich unsere Stadt schneller ausbreitet und danach werden wir den Bezirk Heilige Städte bauen. Da sieht man jetzt auch, hier ist das Monument. Und es ist eine Baustelle. Die kleinen, aber feinen Details. So, damit haben wir jetzt das Barbarendorf vernichtet und haben einen Bonus auf unsere Politik bekommen. Hier unten wird es dann wahrscheinlich für unsere Erkundung nicht weitergehen, da hier unpassierbare Berge sind. Und die Späher müssen sich noch heilen. So, unsere Bauarbeiter schicken wir jetzt hier hoch, dass sie eine Mine bauen. Ja, jetzt haben wir ein Stammesdorf gefunden und das hat uns wieder schöne viele Technologiepunkte gebracht, diesmal für das Rad.
Jetzt haben wir natürlich den Bergbau noch nicht fertig erforscht, deswegen können unsere Bauarbeiter im Moment keinen Bergbau bauen. Und so lange werden sie jetzt auch warten. Wir haben bereits eine Nahrungsressource. Eine neue Politik für unsere Regierung. Denn wie der Mensch, wenn er zur Vollkommenheit gelangt, das beste Lebewesen ist, so ist er ohne Gesetz und Recht auch das Schlimmste von allen. Was eigentlich schon wieder gut ist, um eine neue Stadt zu gründen, falls das Meer hier unten an der Karte weitergeht, Verzeihung, dann können wir uns ernsthaft überlegen, sollten noch mehrere Ressourcen hier rumliegen und ein paar Luxusgüter, ob wir nicht doch noch eine Meerstadt bauen können. So, jetzt wählen wir erstmal eine Politikausrichtung. Entweder nehmen wir den Außenhandel, der uns ermöglicht, Handelswege zwischen unseren Städten zu errichten, oder auch mit anderen Zivilisationen eine Kriegserklärung gegen eine dritte Zivilisation zu erklären. Den Bonus werden wir leider nicht erhalten, entdeckt einen zweiten Kontinent, da wir jetzt wahrscheinlich viel zu spät erst mit der Schiffsproduktion anfangen. Daher ist es zu überlegen, ob man vielleicht erst die Handwerkskunden nimmt, weil wir nur 3 Modernisierungen dafür bauen müssen und eine, den Bauernhof, haben wir schon. Dann können wir noch Politiken auswählen. Produktion sorgt dafür, dass Gebäude und Einheiten schneller gebaut werden. Und in allen Städten plus 1 Produktion hat schon am Anfang des Spiels einen Vorteil. Dann hätten wir hier noch Gottkönig, welcher uns plus 1 Glauben und plus 1 Gold pro Runde, aber nur in der Hauptstadt gibt, was ich persönlich nicht so gut finde. Also nehmen wir die Stadtplanung. Ja, dann haben wir noch eine Kriegspolitik. Entweder doppelte Erfahrung für die Späher oder andere Aufklärungseinheiten eben. Oder plus 5 Kampfstärke beim Kampf gegen die Barbaren. Und da man am Anfang des Spiels immer oft mit Barbaren zu tun hat, die einem alles wegplündern und die Modernisierung kaputt machen, bin ich eher für Disziplin. Da wir hier eigentlich an der Wüste sind, würde uns die schnellere Fortbewegung im Hügelgelände wohl kaum weiter nützen. Allerdings die schnellere Fortbewegung im Wald und Regenwald, welches wir beides hier haben. Wenn du dich in einem Loch wiederfindest, hör auf zu graben. Sehr gut. Damit können wir jetzt endlich die Mine aufstellen. Ah, da haben wir Kühe. Und es scheint das Meer zu sein, da hier der Fluss in die Richtung fließt. Und es sieht auch so aus hier, wie so ein Flussdelta. Ja.
Für unsere zweite Stadt würde jetzt natürlich die Tierzucht in Frage kommen, genauso wie das Segeln. Allerdings können wir damit auch noch warten, da wir später mehr Technologiepunkte generieren und somit die Forschung schneller von der Hand gehen. Deswegen wäre jetzt die Entscheidung zwischen Bronzeverarbeitung, da wir dann eine neue Nahkampfeinheit bekommen, und Eisen auf der Karte aufdecken. Und wir bekommen die Kaserne und den Lagerbezirk. Und danach werden wir wahrscheinlich dann die Stadtmauern erforschen, da unsere Stadt dann selber zum Angriff fähig ist. Wir haben hier den Bonus, besiegt drei Barbaren, das ist eigentlich auch sehr gut. Weiß ich jetzt nicht, ob die Barbaren, die wir vorher schon besiegt haben, zählen. Aber hier läuft ja noch ein Speer rum, vielleicht finden wir noch ein Lager dazu. Da haben wir hier das Meer, das ist sehr gut. Da haben wir hier noch Fische. Die bringen mehr Nahrung. Allerdings hätte ich auch schon gern noch eine Meerluxusressource, wie eben die Krabben oder vielleicht Perlen. Deswegen müssen wir mal schauen. Da haben wir dann Krabben. Unsere Stadt müsste jetzt genau da sein, wo der Berg ist, damit wir zuverlässig die Fische und die Krabbenbeil bearbeiten können, was natürlich sehr schwer wird. Dann werde ich nochmal hier an der Küste lang erkunden. Aber bis jetzt sieht es dann so aus, dass unsere Stadt irgendwo hier stehen wird, da wir dann noch das Silber abbauen können, den Reis und die Kühe haben. Leider sonst nichts noch in der Nähe. Aber wir schauen mal. Unser benachbarter Stadtstaat hat uns um etwas gebeten. Wenn wir sie beeindrucken können, denke ich, dass sie uns reich belohnen werden. Da haben wir einen Stadtstaat entdeckt, was gut ist, weil das ist im Prinzip wie eine NPC-Stadt, aber eben nur eine. Und es ist kein wirklicher Spieler. Die stellen halt immer nur Forderungen, mit denen kann man sich dann ein paar Vorteile erarbeiten. Wenn es ein Spieler wäre, dann wären die sehr sauer, wenn wir unsere Stadt jetzt hier daneben am Meer gründen würden. Ja, dann denke ich, werde mal als nächstes einen Siedler bauen und werden dann hier eine Stadt am Meer hinstellen. Ich hoffe, es taucht dann noch Eisen auf. Der Standort ist eigentlich nicht so glücklich hier. Es ist zu viel Berg. Das schützt einen zwar vor Angriffen, aber die Ressourcenfelder sind natürlich dann dünn gesät.
Wir können den Sumpf leider noch nicht trockenlegen. Aber ich würde mich schon freuen, wenn wir noch mehr Nahrung bekommen. Dann gehen wir hier auf die Seite des Flusses und errichten noch einen Bauernhof. Jetzt habe ich natürlich meine eigenen Stadtgrenzen nicht beobachtet. Wir können gar keinen Bauernhof hier errichten, da wir natürlich außerhalb der Stadt sind. Aber wenn man jetzt mal reinzoomt, sieht man, dass unser Monument fertig gebaut wurde und wir jetzt eine neue Produktion wählen können. Ja, unser Berater empfiehlt uns jetzt entweder einen neuen Bezirk anzulegen, oder eben eine Siedlereinheit zu bauen. Ist beides wichtig. Ich werde jetzt damit anfangen, einen Siedler zu bauen, damit wir dann die zweite Stadt bauen können. Eventuell Straßen dazwischen, dass wir so schneller voranschreiten. Und dann werden wir wahrscheinlich hier noch den Wald entfernen, damit wir noch einen Bauernhof gleich neben den zweiten bauen können. Unter weißer Klippen, fester Krone, herrscht tiefster göttlicher Frieden. Schön, da haben wir die Klippen von Dover, die ja in England stehen, mitten in der Wüste entdeckt. Schön. So, jetzt haben wir hier Späher in der Nähe unserer Stadt. Die können auch Geländefelder plündern, soweit ich weiß. Wir könnten uns jetzt eventuell eine Einheit mit Gold kaufen, um dem entgegenzuwirken. Was vielleicht auch sinnvoll ist, da unsere einzige Militäreinheit leider jetzt sehr weit weg ist. Und wir sowieso schutzlos sind. Deswegen werde ich auch den Schleuderschützen nehmen, damit wir schon aus der Entfernung angreifen können, falls noch mehr Barbaren kommen. Was für ein Holzfäller. Oh. Da wurde jetzt die Einheit vom Bauarbeiter aufgebraucht, weil die jetzt in Civilization 6 nur einige Runden halten. Und da haben wir eine andere Zivilisation. Jin, 寡人乃秦之主也。 Da wir jetzt unsere erste Zivilisation entdeckt haben,
haben wir einen kleinen Forschungsbonus für die Technologieschrift erhalten. Konsequenz ist natürlich jetzt auch wieder, dass wir hier in der Nähe keine Stadt bauen können, weil erstens werden die dann sauer, zweitens sind wir eingequetscht zwischen dem Stadtstaat und der Zivilisation hier, dann kann die Stadt nicht richtig wachsen. Für uns heißt das jetzt, es wird vielleicht knapp mit unserer Stadt am Meer. Wir könnten nach hier oben weiter erkunden oder wir bauen sie eben hier hin in der Hoffnung, dass dann noch gute Ressourcenfelder auftauchen später an unseren ganzen Hügeln. Wahrscheinlich wäre es dann fast schon besser, wenn wir die Stadt hier hinbauen. Naja. Dann schicken wir unseren Speer mal bis hier hoch. Und unsere Krieger zurück nach Hause. Den Speer haben wir jetzt ordentlich verjagt. Vielleicht können unsere Krieger den unterwegs noch mitnehmen. So. Wenn wir jetzt unsere Siedler, die Stadt, hier unten bauen lassen, neben dem Naturwunder, was eigentlich immer von Vorteil ist, ist es aber eher schlecht, da unsere Hauptstadt hier oben natürlich später viel größer sein wird. Und dann haben wir zwei Städte, die ineinander übergreifen. Und in Zivilisation 5 war das natürlich eher schlecht. Deswegen denke ich, werde ich jetzt hier unten die Stadt errichten. Dann haben wir zweimal Krabben, einmal Reis, einmal Weizen. Und ganz später dann Silber, welches wir nicht bearbeiten können. Dann vielleicht hier unten. Hier sind eben Hügel, da könnte später ein Ressourcenfeld entstehen, was wir jetzt noch nicht sehen können, dann würden wir das Silber noch mitnehmen können.
Oder wir gehen eben hier hin, da haben wir die Fische, das Silber und die Kühe. Also relativ viel Nahrung für den Start. Haben leider noch nicht die Viehzucht erforscht. Und können dann später schauen, wo es hingeht. Haben dann auf jeden Fall noch Hügel übrig. In der Nähe. Für Ressourcenfelder. Also werden wir die Stadt hier am Meer errichten. Dann ist sie eben eingeschränkt durch die Stadtstadt hier links, aber dafür können wir nach rechts genug wachsen. Als nächstes werden wir uns um den Bezirk kümmern, dass wir die Stadt schneller wachsen lassen können, und danach werden wir wieder einen Handwerker bauen. Wenn wir jetzt zuerst einen Handwerker bauen, könnten wir natürlich noch einen Bauernhof errichten und noch einen Steinbruch. Und unsere Stadt wird auch nächste Runde 1 größer. Dann nehmen wir natürlich eher den Handwerker. Ich denke, das ist eigentlich auch eine gute Stelle, um das erste Video jetzt zu beenden. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann liked sie, kommentiert sie, teilt sie. Wenn ihr sie nicht verpassen wollt, die nächste Folge, dann abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge, Änderungswünsche habt, dann schreibt mir doch einfach einen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal.